Jo, unser erstes Rennen ist geschafft. Ja, Raketentreffergenauigkeit liegt bei ungefähr 28%. Sehr hoch. Die Minigun-Treffergenauigkeit bei 14%. Ebenfalls extrem hoch. Ja, ich fahre jetzt noch ein Rennen und dann unterbrechen wir ab hier. Toni und seine Jungs organisierten den Kurs. Da kommt das nächste Video bald. Waren für den Bau der Stunt-Elemente verantwortlich. Der Shop war nur Fassade. In Tonis Shop holten wir nur das Geld wieder rein, das wir vorher den Fahrern als Prämie ausgezahlt hatten. Zumindest teilweise. Dieses Geld steckten wir dann wieder in den Bau neuer Stunt-Elemente. Große Rampen, kleine Rampen, Loopings. Für unsere Nachwuchshelden hatten wir zum Beispiel eine Strecke gebaut, die nur aus kleineren Rampen bestand. Dort konnten sie ihre ersten Erfahrungen in der Liga machen. Das ist ja schön. Ja, finde ich cool. Finde ich cool. Ja. Erziele die höchste Stuntpunktzahl in 3 Minuten. Oh mein Gott. Okay, dann fangen wir mal an. Also, vielleicht habt ihr es auch gesehen. Nitro habe ich schon von Anfang an. Und Mario, it's me, Luigi. Okay. Wir mit unserem pinken Polizeiauto fliegen. Jo. Jo, toll. Das lief ja super. Ja, oh ja, das war geil gelandet. Respekt. Respekt. Metroid Game ist wieder meine Fresse. Heute geht's wieder ab, hey. Woo! Bam! Schaffen wir. Ja! Nein. Ganz toll gelandet. Ey, wir haben das Spiegelglitch. Wir haben keine Punkte abgezogen bekommen für die Bergung. Dafür, dass wir auf dem Kopf gelandet sind. Ging ja noch. Okay. Oh, da ist eine schöne große. In den Himmel. Was geht mit meinem Bildschirm ab? Oh. Exzellente Landung. Geil. Woo. Oh, au, au, au. Au. Naja, das bezahlt meine Versicherung. Das merkt keiner. Nein. Woo. Ja. Also, ist natürlich schön, wenn ihr auch Crasher gespielt habt. Wenn ja, schreibt es mal in den Kommentaren. Wenn ihr es gespielt habt, natürlich. Wie ihr es fandet. Wenn ihr es nicht gespielt habt, dann natürlich nicht. Autsch. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die das Spiel gespielt haben. Also, schreibt es mir. Ich muss mich entschuldigen, ich bin ein wenig erkältet. Deswegen hört ihr vielleicht manchmal so ein kleines Schniefen von mir. Das ist nicht irgendwie mein Mikro, das finde ich. Ich habe die Schweinegrippe. Ja, ich bin sterbenskrank. Ich darf nur noch alleine in unserem Haus sein. Und ja, nee, also ich habe nur noch 13 Tage, dann sterbe ich schon. Nee, über sowas macht man keine Witze. Jetzt mal ehrlich. Au, 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 au. Boah. Das war mal geil. Schön eingeparkt. Hallo Mario. Tschüss Mario. Ja. Also ich bin noch ein bisschen neu in der Szene. Also entschuldigt mich, wenn ich noch ein bisschen schüchtern bin. In der Schule kann ich nämlich ziemlich groß meine Klappe aufreißen. Und ja. Ich hoffe auch, dass ich jetzt ja so als Let's Player anerkannt werde, dass hier alles gut passt. Dass es für den Chef hier denjenigen, der es entscheidet. Ich weiß nicht, wer es genau entscheidet. Ob es jetzt Roxas ist oder Waldis, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, demjenigen gefällt es und er kennt das an. Ich mache mir echt Mühe. Und... au. Naja. Hoffentlich passt das. Hallo Mario. Tschüss mal. Headshot. Okay. Entschuldigung. Darf ich irgendwie nach hinten gucken? Ach, komm ich gleich mal. Wow. Jo, das war sehr schlau. Jo, wir haben das Event gewonnen. Okay, dann verabschiede ich mich von hier.
ich würde sagen, das war jetzt genug. Und ich freue mich auf nächstes Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, das war's dann von mir heute. Hoffentlich hat's euch gefallen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und tschüss.